in unserem Catcam-Bereich wieder mit Haris. Und heute haben wir eine besondere Überraschung für euch. Wir zeigen euch mal, also Haris zeigt euch quasi an sich selber, wie einfach es ist, mit einem Scanner seine Zähne abzufotografieren, damit der Zahnarzt und der Zahntechniker damit arbeiten können. Und es entsteht quasi so ein 3D-Modell, was dann perfekt ist, um es im Labor zu verwenden. Okay, also Hintergrund ist, viele Leute haben nicht so gute Erfahrungen mit Abdrücken, weil die halt lange im Mund bleiben, Haris, ne? Genau. Und weil die dann irgendwie so Würgereize auslösen und das ist nicht also so. Also im Prinzip ist halt immer, ein Abdruck ist halt immer für den Patienten unangenehm. Jetzt haben wir eine digitale Methode quasi, mit dem wir das alles abspeichern können. Quasi es wird alles digital, es werden 3D-Bilder erstellt und in Echtzeit gematcht. Und das werde ich auch gleich demonstrieren. Super, zeig mal das Gerät. Jetzt haben wir den Intraoral-Scanner. Hier haben wir hier eine kleine. So, wenn ich vergleiche, ungefähr so breit wie ein Finger, ne? Ja, genau, so ungefähr Fingerbreite. Also ist nichts Unangenehmes dran. Und ich könnte auch gleich starten. Führst du einfach über die Zähne? Der geht einfach über die Zähne und macht normale Fotos. Okay. Ja, und dann wollen wir doch einfach mal sehen, wie das funktioniert. Los geht's. Okay. Haris scannt jetzt quasi seinen Oberkiefer ab. Man sieht ganz schön, er geht einfach nur über die Zähne und es entsteht dieses Bild. Innerhalb von Sekunden entsteht quasi ein 3D-Modell von seinen Zähnen. Sehr genau, sehr detailliert. Man sieht sogar Blutgefäße am Gaumen. Man kann Entzündungen sehen, man kann Zahnsteine sehen, man kann Füllungen sehen, man kann quasi, und das ist das Besondere, man kann den Patienten mit ins Geschehen holen und einfach mal zeigen, wie es im Munde ausschaut. Das war ja vorher gar nicht so möglich. Vorher musste man dem Patienten einen kleinen Spiegel in die Hand drücken und dann hat er halt versucht, irgendwie im Spiegel irgendwas zu erkennen. Es ist ja unglaublich, was man jetzt heutzutage alles machen kann. Schaut euch mal diese Auflösung an. Also faszinierend. Innerhalb von Sekunden ist mit gerade bei 50 Sekunden hat der Haris seinen Oberkiefer gescannt. Also das ist Wahnsinn. Das Schöne ist, wie Haris jetzt gerade gemacht hat, er stoppt. Ja. Man kann mittendrin einmal abbrechen. Wenn der Patient zum Beispiel irgendwelche Probleme in dem Augenblick hat, kann man das quasi die Aufnahme einmal abbrechen, alles in Ordnung bringen und dann nach ein paar Minuten kann man den Scan einmal fortsetzen, was bei Alginaten oder Silikonabdrücken halt nicht der Fall mehr war. Da muss man nochmal durch und alles von vorne anfangen. Genau. Hier können wir mittendrin nochmal starten. Das macht er jetzt dann. Jetzt startet er wieder und jetzt scannt er quasi den Rest. Super. Man kann theoretisch auch, wenn man jetzt keine Zeit hat, abbrechen und eine Woche später weitermachen. Zum Beispiel. Ja, also, und man kann sich alles ganz genau anschauen. Das ist das Wichtige an der ganzen Sache. Ne? Hier hat der Haris ein paar Verfärbungen, hat er heute nicht gut geputzt. Ne? Das kann man nämlich auch alles wunderbar dem Patienten zeigen. Also ihr seht dann quasi immer auch selbst, was eigentlich am Zahn vorliegt, was man da machen kann. Und man kann sich das viel besser vorstellen, als wenn man da jetzt einfach nur über irgendwas spricht, was ihr da hinten gar nicht sehen könnt. Ne? Und hier zum Beispiel hat der Haris eine alte Füllung. Da kann man gucken, ist die Füllung noch okay? Hier ist eine ganz kleine Zahnfleischentzündung. Man sieht hier ganz schön, man sieht sogar so ganz klein, also hier ist so eine kleine Reizung. Man sieht so ganz feine Blutgefäße sogar, das ist also eine fantastische Auflösung. Ne? Wenn man die Nacht davor scharf gegessen hat oder zu heiß. Genau, wo warst du gestern beim Thailänder? Genau. Sehr schön, ja. Jo. Was wolltest du noch sagen? Nee, und wie gesagt, das ist auf jeden Fall viel angenehmer. Ich hatte mir selber früher Abdrucke genommen. Und das ist ziemlich unangenehm für mich, ein starker Wirkreiz und wie gesagt, wie ich es gerade selber gesehen habe, für mich war das überhaupt gar kein Problem und ist auf jeden Fall viel, viel schneller und angenehmer. Also wir haben jetzt 1 Minute 15 Sekunden gebraucht, um dieses Modell zu erstellen. Das ist schon Wahnsinn. Und der Intraoral-Scanner schafft es quasi in einer Minute 1110 3D-Bilder zu erstellen. Und dieses Matching in Echtzeit ist genau das Faszinierende daran, was zum Beispiel ein herkömmlicher Abdruck nicht kann. Und dann kannst du später weiterarbeiten, einen Kronen zu modellieren oder anderen Zahnersatz zu modellieren. Genau, und da wird quasi das in unsere 3D-Software reingeladen.
und wird quasi von mir alles designt, verändert, wie es halt zeig für mal den Patienten. Wie veränderst du denn das? Wenn ihr sagt, ich möchte die Krone dicker haben, genau, dann kann man die dicker. Krone ziehen, man kann die größer, kleiner machen. Individuell auf den Patienten angepasst. Immer aufpassen, genau. Und man kann das halt von jeder Seite und in jedem Augenblick zu 100% kontrollieren. Da wird jetzt keine Überraschung passieren oder so. Genauso werden wir es später in der Software bzw. in den CNC-Fräsmaschinen wieder rausbekommen. Cool. Okay, danke dir. Auch. Bitte.